zu entfernen. Hans Castorp war weder ein Genie noch ein Dummer. Sein Kopf genügte den Anforderungen des Realgymnasiums, und als es sich dann entschieden hatte, dass er Schiffsbauingenieur werden sollte, fühlte er wohl, dass es sich ebenso gut anders hätte entscheiden können. Nach Abschluss seines Examens schickte ihn sein Onkel, Konsultin Appel, bei dem Hans die Jahre nach dem Tod seiner Eltern verbracht hatte, ins Hochgebirge zur Erholung. Er sollte dort seinen lungenkranken Vetter besuchen, der in einem Davoser Sanatorium weilte. Es war hoher Sommer geworden, als Hans Castorp sich zu der Reise entschloss. Die letzten Julitage waren schon da. Er fuhr auf 3 Wochen. Na, der Herr Vetter? Wie war die Reise? Danke, gut. Aber du willst mir doch nicht weismachen, dass du noch krank bist. Du siehst ja aus, als ob du deinen Leutnant schon in der Tasche hättest und gerade aus dem Herbstmanöver kämst. Ich wollte, es wäre so. Darf ich um Ihren Gepäckschein bitten? Ah ja, es ist nur ein Koffer. Ich habe einen Wagen mit. Du kommst doch gleich mit mir nach Hause, oder? Gleich mit dir? Gleich wann? Na, in 3 Wochen, wenn ich mich vom Examen erholt habe. Beim alten Wilms in der Werft anfangen muss. Wieso muss? Freust du dich denn nicht? Ja gut, ja schon. Ich meine, Ingenieur ist ein schöner Beruf, aber eben leider Gottes mit viel Arbeit verbunden. Ja, der schönste Beruf ist Offizier. Jawohl, Herr Fähnrich. Aber man kann ihn eben nur ausüben, wenn man eine gesunde Lunge hat und kein Sputum. Keine Geräusche im zweiten Hintergrund.